Satellit gestartet. Der zweite Sentinel-Satellit der ESA zur Erd- und Umweltbeobachtung ist in der Nacht ins All gestartet. Die Trägerrakete hob mit dem Satelliten vom Raumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana ab. Sentinel soll die Erde in einer Höhe von rund 800 Kilometern umkreisen. Ziel ist es, Daten über die Landoberflächen, die Ozeane und die Atmosphäre zu sammeln. Gesteuert wird die Mission vom Kontrollzentrum der ESA in Darmstadt.